Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Jo, es nieselt leicht. Obwohl heute eigentlich der Tag sein sollte, an dem es nicht mehr regnet. Mal schauen, was daraus noch so wird. Ein paar Sachen habe ich heute auf jeden Fall vor, aber erstmal gegen Ründchen laufen. Ampel. Immer nervig. Frühstücken. Okay, zugegeben, ein gesundes Frühstück sieht anders aus, aber was willst du machen? Schiffe der Navy von Neuseeland filmen. Wir haben einen Tag, der auf den Tür ist. Okay, zurück auf der Ponsonby Road. 6,45 Kilometer heute unterwegs gewesen. Nicht durchgehend gejoggt. Zwischendurch noch Frühstück gehabt. Aber auf jeden Fall schon mal ganz gut Progress im Vergleich zu den ersten Tagen. Jetzt werde ich erstmal schön duschen gehen. Mir ein paar frische Sachen anziehen. Und dann kümmern wir uns mal endlich um diesen bescheuerten Bank-Account. Frisch geduscht, frisch angezogen, sind wir wieder unterwegs. Bevor es zur Bank geht, muss ich aber noch eine Kleinigkeit einkaufen. Ich habe nicht mal mehr was zu trinken bei mir zu Hause im Hostel. Jo. Teuren Preisen für Lebensmittel in Neuseeland ist halt, dass man einfach mal für 4,99 Dollar ein Kilo Äpfel kaufen kann oder für 4,99 Dollar ein Kilo organische Äpfel kaufen kann. Sweet! Okay, es gibt ANZ, die Kiwi Bank. Okay, Bank Accounts für. Ja, kürzere Zeit macht ausschließlich die Kiwi Bank. Die wollen natürlich noch jede Menge extra Papierkram, den ich jetzt noch nicht dabei hatte. Auch einen speziellen Brief, den ich von meiner Unterkunft, sofern ich in einem Hostel unterkommen brauche. Also wird es alles mal auf nächste Woche verlegt. Juhu! Das Wichtigste. Schöner Tag eigentlich, um die 20 Grad. In Neuseeland reicht es üblicherweise schon für einen UV-Faktor von ungefähr 11, was einem quasi ohne Sonnencreme die Haut abzieht. Ozonloch sei Dank, deswegen wird hier in Neuseeland auch überhaupt keine Sonnencreme unter Lichtschutzfaktor 30 verkauft. Ich habe mir hier mal ganz klassisch 50 plus organisiert, weil... Aber immer daran denken, Säfte sind kein Ersatz für frisches Obst und Gemüse. Sind allerdings sehr lecker und für zwischendurch eine ganz gute Alternative. Ich sitze hier mal wieder im West Park in Auckland, denn
ich finde es hier ziemlich schön. Und außerdem möchte ich euch ein bisschen was erzählen, nämlich über die Zukunft dieser Reise. Denn übermorgen werde ich Auckland verlassen und ja, von da an geht es eigentlich überhaupt erst richtig los. Was wir bis jetzt gemacht haben, war ja hauptsächlich rumeideln in Auckland und ein kleiner 5-Tages-Ausflug in den Norden. Das heißt, übermorgen am Sonntag, den 20. November, nur damit ihr ungefähr wisst, wie weit ich mit dem Vlog hinterher bin, nicht so weit, geht es für mich südwärts nach Turangi am Lake Taupo, dem größten See auf der Nordinsel Neuseelands. Derzeit ist der Plan folgendermaßen. Ich habe schon eine Unterkunft, in der ich ja für die Unterkunft arbeiten kann, also quasi nichts bezahlen muss, sondern jeden Tag ja ein bisschen Betten machen und hauptsächlich Rezeptionsarbeit. Zusätzlich dazu möchte ich mir dann noch einen bezahlten Job suchen, worauf es da letztendlich hinausläuft, keine Ahnung. Das kann ein Café sein, kann eine Bar sein, kann weitere Arbeit in dem Hostel sein, was auch ganz nice wäre, oder sonst irgendwas. Kein Plan, irgendwas wird sich schon finden. Ich bin nicht wählerisch, aber ja, irgendeine Art von Einkommen brauche ich auf jeden Fall auf dieser Reise, sonst wird das hier alles verhältnismäßig schnell zu Ende sein. Danach habe ich vor, mir ein Auto zu kaufen, irgendeiner Art. Vorzugsweise ein Campervan, muss man mal schauen, wie das alles finanziell klappt. Auf jeden Fall ist der Kauf eines Autos und auch der Verkauf eines Autos, Versicherung und so weiter, Anmeldung im Vergleich zu Deutschland in Neuseeland mega simpel und es ist tatsächlich eigentlich fast Quatsch, sich ein Auto zu mieten für einen derartigen Zeitraum, den ich vorhabe, auch so im Bereich der 1 bis 2 Monate. Da möchte ich dann quer über die Südinsel von Neuseeland touren, vielleicht auch noch ein bisschen was von der Nordinsel mitnehmen. Hier gibt es ja auch noch das eine oder andere, aber eigentlich hauptsächlich die Südinsel. Wie wird sich das alles nun aber insbesondere auf diesen Kanal hier auswirken, fragt ihr euch wahrscheinlich. Ich kann es euch natürlich nicht so genau sagen, wie ihr vielleicht auch vom Italien-Trip schon wisst. Man kann so viel planen, wie man will, letzten Endes läuft es doch anders. Mein Plan ist allerdings, dass ich in Zukunft mehr Videos rausbringe, beziehungsweise das ja im Moment ohnehin schon wieder tue. Mein Plan ist auf Dauer 4 Videos pro Woche, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Gerade wenn ich natürlich jetzt längere Zeit an einem Ort verweile, weiß ich nicht, ob ich pro Woche tatsächlich 2, ich sag mal, Ausflüge oder halt Daytrips irgendwohin unterbringen kann, gerade natürlich mit Arbeit und so weiter. Deswegen möchte ich in Zukunft auch mal mehr Videos machen wie dieses hier. Auf 2 Arten und Weisen. Erstens einen ja, verhältnismäßig simplen, einfach Daily Vlog, in dem nicht zu viel Außergewöhnliches passiert, aber ihr mich einfach ein bisschen so bei meinem Alltag begleiten könnt. Andererseits aber auch Videos, wo ich mich einfach mal irgendwo hinsetze, beispielsweise im wunderschönen West Park von Auckland, und ein bisschen was erzähle. Und dieses Erzählen kann auf ganz unterschiedliche Themen hinauslaufen. Einerseits natürlich des Öfteren reisebezogene Themen, seien es Tipps und Tricks einfach zum Reisen, ob es ums Geld verdienen auf Reisen oder sonst irgendwelche Sachen geht, wo ich mir vorstellen kann, dass Menschen ein Interesse daran haben, oder ob es vielleicht auch mal Gesellschaftsthemen sind, oder was im Moment in meinem Leben auch eine sehr große Rolle spielt, Ernährungsthemen. Manch einer weiß es vielleicht, ich bin eigentlich gelernter Koch, habe aber diesen Sommer auch ein Fernstudium als Ernährungsberater angefangen und ich dachte mir, wenn schon Fernstudium, dann richtig auf nach Neuseeland. Deswegen vielleicht auch mal zu Ernährungsthemen ein paar Worte von mir, ob es nun Fruchtsäfte sind oder einzelne Inhaltsstoffe, Ernährungsarten, einfach vielleicht auch Sachen, die ich derzeit in meinem Studienmaterial so durcharbeiten muss und an denen ich euch ein bisschen teilhaben lasse. Ich weiß es noch nicht so genau, aber fest steht, die Videos auf dem Kanal sollen auf jeden Fall etwas vielfältiger werden. Die Grundidee bzw. die Hauptvideos, die ihr bisher kennt, werden natürlich auch auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich werde auch versuchen, das einfach mit dem Donnerstag und Sonntag so beizubehalten.
dass da irgendeine Art von Reisevideos kommt. Ich habe auch immer noch Material von Italien übrig. Vielleicht kommt da demnächst auch mal was, wenn ich wirklich so gar nichts Frisches aufgenommen habe. Tjo. So viel dazu. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn nicht, sage ich es irgendwann später noch. Jetzt ist es schon 13 Uhr. Zum Mittagessen möchte ich wieder downtown gehen, nämlich in die Crab Shack. Einer meiner absoluten Lieblingsläden hier in Auckland. Und naja, nachdem ich hier übermorgen wieder weg bin, möchte ich da auf jeden Fall nochmal zum Mittagessen gehen. Auf geht's. Das war's mit der Crab Shack. 5 von 5 Scheren. Sehr nice. Jetzt mache ich mich zurück auf den Weg ins Hostel. Möchte heute auch noch ein Video schneiden. Und wir sehen uns dann so gegen Abend wieder. Okay, Camera Policy by Disturbed. Besagt, keine DSLRs, keine GoPros, Handys und Point-and-Shoots sind okay, es läuft also mal wieder auf die alte Sony hier hinaus, Low-Light-Performance beschissen bis nicht vorhanden, Sound bestenfalls so lala, notfalls schneide ich euch einfach ein bisschen was von Rock am Ring rein.
nicht sicher, wie viel Stimme ich überhaupt noch habe. Und mein Gehör ist für die nächste Stunde mal nicht vorhanden. Es war sehr nice. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye.